Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Nicestick. Ich bin's der Kili und der Emo heute zu einer erneuten Review der Red Dragon Gaming Maus. Aber alles weitere gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Wir kennen es bereits alle. Ist man auf der Suche nach einer soliden Gaming-Maus, die nicht zu teuer, aber trotzdem zum Zocken ideal geeignet ist, gibt es meist keine bestmögliche Alternative. Doch wie sieht es da eigentlich mit der Red Dragon M908 Impact aus? Das werden wir alles gleich herausfinden, doch erstmal einen großen Dank an Red Dragon, welche uns dieses Produkt zur Verfügung gestellt haben. Habt ihr die Maus aus Verpackung und Folie befreit, so wird euch bei ersten Kontakt direkt die Größe der Maus auffallen. Sie ist mit 12,2 x 9,2 x 4,2 cm angenehm groß und trotzdem sehr kompakt für die Hand ausgerichtet. Denn nicht wie bei anderen Gaming-Mäusen findet auch die Impact jeder der einzelnen 5 Finger einen eigenen Platz vor. Das haben wir bisher bei wenigen Mäusen so entdeckt. Es fühlt sich so sehr viel angenehmer an, als wie zum Beispiel bei der von uns schon reviewten Rocket Cone Amo, wo der Ringfinger sowie der kleine Finger frei in der Luft hängt. Der sehr bequeme Mattkunststoff, welcher sich auf der Maus vorfinden lässt, macht die Maus tatsächlich direkt zum Handschmeicheln. Die Maus ist nicht nur mit Matten, sondern an einzelnen Stellen mit Hochglanzelementen beschmückt worden. Die Hand liegt einfach gerne auf der Maus. Ein Nachteil haben die Hochglanzelemente, denn sie ziehen Fingerabdrücke leider magisch an, was den Komfort aber natürlich nicht einschränkt. Sobald ihr die Maus per USB an euren Rechner, Notebook oder Tablet angeschlossen habt, empfängt euch sofort die RGB-Beleuchtung mit dem allbekannten Rainbow-Effekt. Und ja, diese Maus ist für unter 30 Euro auch komplett RGB-beleuchtet. Wir haben natürlich wegen des Preises anfangs nicht viel von der RGB-Beleuchtung erwartet, doch sie wird euch ebenfalls überraschen. Denn die Maus lässt sich mit 16,8 Millionen Farben belegen. Doch zu der Software nachher mehr. Zuerst wird euch das Red Dragon Logo ins Auge springen, welches natürlich mit dem Rainbow-Effekt mitleuchtet. Es wurden sogar extra 2 Aussparungen, eine links, eine rechts neben dem Logo eingefräst, wahrscheinlich um das Logo besser zu präsentieren. Als nächstes wird euch sicherlich der 12er Nummernblock an der Seite auffallen. Dieser wird natürlich auch komplett beleuchtet. Doch anfangs ist die Optik der 12 Tasten sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man nie eine Maus wie wir zum Beispiel mit Nummernblock hatte. Doch dieser wurde von Red Dragon gezielt für Vorteile im Spiel an den Daumen der Seite der Maus eingebaut. Ihr könnt jede einzelne Zahl mit Funktionen belegen, welche ihr sonst auf der Tastatur drücken müsstet. Dies hat einfach zeitliche Vorteile und können euch beim Kill im Spiel zum Beispiel einen zeitlichen Vorsprung verschaffen. Vor allem im Spiel wie zum Beispiel WoW, StarCraft oder anderen Online-Spielen lassen sich diese Tasten sehr gut nutzen. Denn dort habt ihr etliche Fähigkeiten, welche alle irgendwie im Überblick bleiben müssen und sich dann statt auf der Tastatur, wo das Wirrwarr sowieso schon riesengroß ist, auf die Maus geordnet legen lassen. Doch leider gibt es an dem Block auch Kritik. Denn ihr werdet schnell merken, dass die Nummern erstmal schwer einzudrücken und leider mit dem Daumen aufgrund der Position schlecht zu erreichen sind und so schlecht benutzbar werden. Apropos Daumen, direkt neben dem 12er Nummernblock befindet sich die Daumenablage, welche sich statt matter Oberfläche hier in Hochglanz präsentiert. Schauen wir uns die Maus doch aber mal von oben an, denn dort begegnet uns noch einiges. Natürlich fällt sofort auf, dass dort etwas weniger RGB-Details verbaut wurden wie bei der Amo, was in der Preisklasse aber verkraftet werden kann. Dort finden wir natürlich sofort die linke und rechte Maustaste. Das Klicken der Maus ist einfach hervorragend. Auch nach längerem Benutzen der Maus lässt das super angenehme Feedback nach Betätigung einer der beiden Tasten nicht nach. Vor allem, wenn sich dabei der Preis mit anderen Gaming-Mäusen in Vergleich ziehen lässt. Neben der linken Maustaste befindet sich der dann von Red Dragon sogenannte Rapid Fire Button. Der ist dazu gedacht, um im Spiel mit einem einzigen Klick der Taste mehrere Signale hintereinander auszuführen. Beispiel, ihr befindet euch in einem Shooter und kommt in eine Kampfsituation. Sobald ihr den Rapid Fire Key einmal drückt, schießt euer Charakter je nachdem wie viele Signale ihr eingestellt habt. So oft automatisch hintereinander. Dies soll einfach das unnötige hintereinander rumgeklicke vermeiden. Das Scrollrad in der Mitte sowie die dahinterliegenden 2 DPI-Einstellungstasten dürfen wir natürlich auch nicht außen vor lassen. Das Scrollrad gefällt uns sehr, da es auch wie bei teuren Mäusen mit RGBs ausgestattet ist. Es ist mit einer ziemlich angenehmen Gummiriffelung überzogen und lässt sich so 1A nach vorn und hinten bewegen. Das Scrollen fühlt sich einfach wirklich angenehm an, da es selbst dort einen leicht eingebauten Widerstand gibt, der euch quasi auch hier wieder ein Feedback geben soll. Die dahinter verbauten DPI-Einstellungstasten jedoch sind dazu hingegen relativ unspektakulär, da sie einfach auch wie der Rapid-Fire-Button zwar Hochglanztasten darstellen, aber beim Benutzen nicht sonderlich auffallen.
Was euch hingegen bei Benutzung dieser Tasten auffallen wird, sind die verbauten LEDs, welche euch rot anleuchten werden, sobald ihr die DPI einstellen wollt. Ihr habt ein DPI-Spektrum von sage und schreibe 100 bis 12.400 DPI, was für diese Preisklasse absolut krass ist. Im Vergleich, die Rocket Cone Aimo hatte gerade mal 12.000 DPI, sie kostet aber einfach das Doppelte. 12.400 DPI wird aber wohl niemand ernsthaft nutzen, vermuten wir jetzt mal. Das aber eigentliche Highlight der M908 Impact ist die Gewichtbox. Damit könnt ihr euch individuell euer eigenes perfektes Mausgewicht einstellen. Am Anfang sind wir ein wenig beim Herausnehmen des Gewichtverschlusses gescheitert, da man den echt ungünstig herausbekommt. Trick hier, nachdem ihr den Verschluss in die richtige Richtung gedreht habt, einmal leicht oben auf die Maus klopfen. So fällt euch der Verschluss in die Hand und ihr könnt die Gewichte entweder einlegen oder rausnehmen. Wir selbst hatten nie so eine Maus, wo es die Möglichkeit gab, das Gewicht einstellen zu können und fanden diese Funktion vor der Benutzung erst einmal wirklich sehr, naja, wir sagen mal, nicht nötig. Doch sobald ihr das Gewicht auf euch konfiguriert habt, werdet ihr merken, dass es einen echten Unterschied beim Benutzen machen wird. Das Bewegen der Maus wird so erheblich erleichtert. Es fühlt sich einfach um Weiten flüssiger und edler an als ohne Gewichtszugabe. Wenn ihr nicht alle Gewichte gerade benötigt, so könnt ihr diese jetzt aus dem edlen Schaumstoff befüllten Verschluss nehmen und in die extra gefertigte Gewichtebox, welche euch selbstverständlich mitgeliefert wird, hineintun. Das Herz der Maus, also der Sensor, befindet sich über dem Verschluss der Gewichte. Für die Interessierten ist es der von Red Dragon verbaute Pixart PMW3327, welcher beim Zocken für die bestmögliche Performance und Präzision sorgt. Direkt daneben finden wir den sogenannten Mode Switch, welcher all eure Profile, welche ihr in der Software alle individuell einstellen könnt, wechseln lässt. Wo wir doch gerade schon bei der Software sind. Genau, die übernehme ich mal noch ganz kurz. Und zwar haben wir hier quasi die Red Dragon Software, die es online runterzuladen gibt. Und ihr habt hier verschiedene Reiter. Einmal General, wo ihr jede einzelne Taste unterschiedlich belegen könnt. Den Linksklick könnt ihr umwandeln zu einem einzelnen Key, zu irgendwas Cut oder Copy oder zu irgendeiner Mediataste, also Play oder Pause. Das könnt ihr wirklich mit jeder Taste machen, die ihr findet. Selbst mit den DPI-Schaltern oder auch mit den Scrollrädern könnt ihr das machen. Auch könnt ihr jede einzelne Taste an der Seite, also an dem Nummernblock, verstellen, 1, 2, 3, 4, 5 bis zur 12. Zudem habt ihr die Möglichkeit, die Doppelklickgeschwindigkeit, die Scrollgeschwindigkeit, die Zeigergeschwindigkeit und all sowas hier noch einzustellen und das auch pro Profil. Also ihr klickt beispielsweise auf Profil 1 und habt dann hier die Möglichkeit, es individuell einzustellen, zum Beispiel für League of Legends. Profil 2 wäre vielleicht für World of Warcraft und Profil 3 für CSGO oder dergleichen. Und das könnt ihr natürlich jederzeit wieder verstellen. Natürlich auch die DPI-Schritte könnt ihr verstellen. Also ihr habt ja 5 Schrittmöglichkeiten über die DPI-Schalter auf der Maus selber. Die könnt ihr individuell auch auf jedem Profil einstellen, wie ihr sie verstellt haben wollt. Und natürlich ganz wichtig der RGB-Bereich. Hier habt ihr verschiedene Effekte. Einmal ein Atmen, Regenbogen, komplett beleuchtet, Wellen oder auch komplett ausschalten oder so. Da könnt ihr jeweils auch einzeln die Geschwindigkeit und die Helligkeit einstellen. Auch die Farben könnt ihr einstellen. Wichtig zu wissen ist, wenn ihr Farben einstellt, dann werden die für die komplette Maus übernommen. Sprich, ihr könnt nicht den Nummernblock rot machen und die Tasten blau oder dergleichen, das funktioniert leider nicht. Merkwürdigerweise ist es aber im Rainbow-Modus so, dass einzelne Elemente unterschiedlich beleuchtet werden können. Vielleicht kommt hier noch ein Software-Update, das dieses kleine Problem vielleicht noch behebt, aber ansonsten passt das alles hier. Wie gesagt, auch über die Profile einstellbar, sprich auf Profil 1, auf eurem League of Legends-Profil habt ihr quasi die Tasten dafür eingestellt, die DPI-Stufen eingestellt und das Licht und das wird dann für Profil 1 komplett abgespeichert. Wirklich sehr, sehr schöne Software, die ist natürlich kostenlos mit dazu gibt. Jetzt kommen wir doch aber mal zu unserem Fazit. Alles im Allen können wir einfach echt wenig an der Maus kritisieren. Wir bekommen hier eine mehr als vollständige Gaming-Maus, welche fabelhaft detailliert designt und mit allen möglichen Gaming-Features entwickelt wurde. Die Benutzung macht einfach das Spielerlebnis, wie wir finden, zu einem besseren. Sie liegt einfach super angenehm in der Hand, egal ob für große oder kleine Hände, auch nach stündlichem Zocken. Die Software gibt einfach noch den Rest. Dort haben wir zwar begrenzte Möglichkeiten, aber Features, welche beim Konkurrenten Rocket nicht zu finden sind. Wie zum Beispiel der Fire Key Tastenbelegung. Ihr habt freie Auswahl zwischen den Farbmodi und könnt reichliche 5 Spielprofile anlegen, wo ihr alles mögliche hinterlegen könnt. Ihr habt ein fabelhaftes DPI-Spektrum, wo für jeden die perfekte Geschwindigkeit dabei sein wird. Außerdem habt ihr sogar noch zusätzlich einen 12er Nummernblock, der vielleicht nicht zu 100% ausgereift ist, aber trotzdem vielfältig einsetzbar ist.
An DPI wird definitiv jeder seine perfekte Stufe finden. Und als Sahnehäubchen obendrauf bekommt ihr noch unter 30 Euro eine Gewichtbox, mit der ihr euer ideales Mausgewicht für den angenehmsten Gebrauch eurer Maus anpassen könnt. Was bei einer Maus für unter 30 Euro einfach niemals zu erwarten ist. Genauer gesagt bekommt ihr die Impact für gerade mal 29,99 Euro auf Amazon. Den Link zu dieser findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, schaut da gerne mal vorbei und ansonsten würde ich sagen, was ist hier mal wieder mit dem Review der Redragon M908 Impact. Einen großen Dank wirklich an Redragon für die Bereitstellung dieses Produkts. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es doch mit einem Daumen hoch. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Ciao. Limp, 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 limp